Hier ist wieder 5 Minutes of Fameware mit dem Duo, das dynamischer ist, als es das dynamische Duo schon war. Marc und Soran. Willkommen zurück zu einer neuen Episode 5 Minutes of Fameware. Episode 18, um genau zu sein. Was gibt es Neues? Sniper Ghost Warrior, heute erschienen, jetzt erhältlich. Bei uns, im Laden. Genau. Ich hoffe, ihr habt es schon alle zu Hause. Versendet wurde pünktlich am Freitag. Release ist heute. Download-Codes werden heute Nachmittag geschickt. Gleich nach dem Video. Super, dann habt ihr das auch noch. Und ja, was gibt's sonst schon? Achso, ja, blutige Headshots. Sehr, sehr blutige Headshots. Der Kollege meinte, ich soll das erwähnen. Viel Blut. So, der Kollege. So funktioniert das. Wir überspringen jetzt mal einen Teil. Nicht vergessen, die Demo zu Prey. Übermorgen startet die Demo. Muss man dann demonstrieren? Nein, muss man nicht. Aber nur für die PlayStation 4 und Xbox One. Wir PC-Spieler gehen wieder leer aus. Die anderen Spieler haben Glück. Genau. Ja. Wieso bist du auch ein PC-Spieler? Ja. Ja. Weil er keine Switch bekommt. Oh. Noch nicht. Ich kaufe mir eine Switch. Wann? Bald, wenn eine Nachlieferung kommt. Nein, nicht vergessen auf jeden Fall, Prey wird ein super Spiel. Ich freue mich schon. Ich habe ja heute auch irgendwo so einen coolen Spruch gesehen. Hier, oh, ein Shooter wie Half-Life. Ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, dass mich die kleinen schwarzen, süßen Dinger wie an die Facehacker erinnern. Und ja, ich freue mich schon, in den einen oder anderen Gegenstand zu verwandeln oder ein paar. Ja. Ja. Es ja. ist bald soweit. Übermorgen, ja, 27.04. Nicht vergessen, Demo runterladen und zocken. Das haben wir übersprungen. Egal. So, ich kaufe mir eine Switch. Und pünktlich dazu Mario Kart. Der Kollege kann da ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ein alter Mario Kart Spieler. Nur so eine kleine Zwischenfrage. Ist der Aufsteller zufällig größer als ihr beide? Ja. Na? Doch. Na? Ja. Das täuscht okay, mich. Erzähl uns doch was drüber, lieber Sora. Ja, Mario Kart 8 Deluxe. Baut auch auf Mario Kart 8. Steht einen Namen drinnen. Alle Rennstrecken, alle Charaktere, mehr Charaktere, alle Items, mehr Items als beim 8er und ein richtiger Battle Mode. Spielen darf ich es aber erst am Freitag. Ich habe nur die Hülle durchlesen dürfen. Wird auch heute verschickt. Freut euch drauf. Wir haben im Moment keine mehr da. Nachlieferung, wir hoffen nächste Woche drauf. Allerschlimmstens übernächste Woche, aber wir sind guter Dinge, dass nächste Woche vielleicht ein paar oder wieder genügend Exemplare eintreffen bei uns. So, dann gibt's noch morgen Abend Call of Duty! Genau. Und zwar die Enthüllung von WW2. Tja, was kann es sein? Was werden sie enthüllen? Es wird ein Livestream geben, ob es ein Video ist, nur ein paar Worte dazu oder das ein feuchter Händedruck. Das wissen wir noch nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall morgen Abend, 19 Uhr. Ja. Aber erzählt uns doch mal, ist es ein guter Schritt für Call of Duty, sich wieder auf die alten Werte zu besinnen? Ja. Und nein. Doch. Nein. Was ist denn Science Fiction? Fliegen. Unsichtbarkeit. Also ich bin kein Fan von Weltkriegsspielen, absolut nicht. Aber Call of Duty ist ja nur noch ein, in meinen Augen, nur noch ein futuristisches Rumgehüpfe. Nein, Back to the Roots, Modern Warfare 1, Call of Duty World at War, Call of Duty 2. Hier liegen die Wurzeln, hier soll es auch wieder hingehen. Black Ops 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwann nochmal. Infinite Warfare. Back to the Roots, ja. Ich hoffe, es geht wieder zurück. Es wird was Neues geben.
Ich hoffe mal ein bisschen auf den Grafik-Update. Und freue mich schon sehr darauf. Wie gesagt, also diese Woche zwei wichtige Termine. Nicht vergessen, morgen Abend Enthüllung Call of Duty World War II. Und hier nochmal die Demo zum Prey am 27.04. Das war's wieder von uns aus unserem Flagship-Store in Innsbruck. Zurück an die Arbeit, schönen Nachmittag und bis dann. Ciao!